Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Forspoken ist seit dem 24. Januar erhältlich und ich hatte dank Square Enix schon die Möglichkeit, das ganze Spiel testen zu können. Ich habe einen Key bekommen und werde euch meine direkte Meinung aus den ersten Stunden Spielzeit mitgeben und euch die Frage beantworten, ob ihr das Spiel kaufen solltet, ob es für euch geeignet ist oder ob ihr noch vielleicht auf den Sale warten solltet. Also lasst uns in die Welt von ETA reinspringen, also bis gleich. Forspoken ist ein Open-World-Spiel mit RPG-Elementen und ist für den PC und die PlayStation 5 verfügbar. Ich hatte ein paar Stunden jetzt schon reingeguckt in das Spiel, habe es noch nicht durchgespielt, aber gebe euch heute meine ehrliche Meinung zu diesem Spiel und was ich davon halte. Die Geschichte ist ganz easy gestrickt. Wir spielen Alfred Frey Holland, eine Frau, ein junges Mädchen aus New York. Sie ist eine Waisin mit ein wenig krimineller Energie und das sehen wir auch gleich zu Beginn der Geschichte. Sie steht nämlich in New York vor einem Gerichtssaal und muss sich quasi ja rechtfertigen vor ihren Taten. Jedoch geht die Geschichte relativ schleppend voran zu Beginn. Das müsst ihr einmal durchspielen, bevor ihr dann in die Welt von ETA reingeworfen werdet. Nämlich à la Narnia-Manier, à la Alice im Wunderland-Manier werden wir mit einem Reif verbunden und der kann sprechen mit uns und wir werden gemeinsam mit diesem Reif in die Welt Ethia oder Ethia gerissen. Das ist eine mittelalterliche Welt mit vier Riesenregionen, die wir natürlich irgendwann retten müssen. Frey stellt nämlich gleich zu Beginn fest, dass diese Welt nicht so normal ist, wie sie es aus New York kannte, sondern dass diese Welt eine spezielle Macht in sich hat, nämlich der Bruch. Der hat dazu geführt, dass Tiere und Menschen korrumpiert wurden und sich zu diesen wunderschönen Wesen hier verwandeln und dass auch generell diese Welt nicht mehr lebensfähig ist. Außer Frey. Sie kann dort überleben. Perfekte Grundlage für ein Open-World-Game, doch der Weg dorthin, dass wir selber die Motivation haben, diese Welt retten zu wollen, der passt manchmal einfach nicht und passiert mir einfach manchmal zu aufgezwungen. Während wir uns in der Open-World bewegen, haben wir immer einen Wegbegleiter mit uns dabei, nämlich unseren Armreif. Der kann sprechen, ja, er kann sprechen und erzählt uns ein wenig etwas von dieser Welt, hilft uns ein wenig, das heißt also, er gibt uns auch Tipps. Und wir können ihn auch nutzen, um uns in der Welt besser bewegen zu können. Und manchmal haben die beiden auch ziemlich lustige Konversationen. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Armreif kommt aus dem Mittelalter, rein gedanklich zumindest. Und Frey kommt aus New York und ist ein junges Mädchen. Also da entstehen schon ziemlich lustige Konversationen, das muss ich wirklich sagen. Dennoch muss ich sagen, dass Freds Charakter nicht ganz so tiefgründig geschrieben wurde. Wir verstehen definitiv ihren Charakter und das ein oder andere Mal war es sogar ziemlich lustig, ihr zuzuhören, weil es mich so ein bisschen an so einen Marvel-Dialog erinnert hat, von ihren Aussagen her. Allerdings habe ich bisher in den ersten Stunden nicht ganz so viel Charakterentwicklung gesehen bei ihr. Was auf jeden Fall auch positiv ist, ist der Fakt, dass wir gleich zu Beginn ziemlich schnell mitbekommen, dass sich diese Geschichte um Zugehörigkeit dreht und teilweise konnte ich dieses Gefühl bei Frey auch nachempfinden. Ich meine, sie ist eine Waisin, sie ist eine Kriminelle, das heißt also, sie ist eine Ausgestoßene und jetzt ist sie in einer Welt, in der zumindest einige Personen sie akzeptieren oder sie sogar als Freundin bezeichnen und in einer Welt ist sie gelandet, in der sie etwas Positives tun kann, also nämlich die Welt retten. Ja. Teilweise muss man dann auch aber sagen, dass mich die Geschichten in dieser Welt gar nicht so interessieren, die entweder mit Frey connected sind, weil den Charakteren, mit denen Frey unterwegs ist, zu wenig Zeit gegeben wurde oder weil eben Frey auch zu wenig Zeit gegeben wurde, sich zu entfalten. Which is funny, weil die Cutscenes, die wir überall im Spiel sehen, die dauern Jahre. Wir haben in diesen Cutscenes Momente, die so lange dauern, wo nichts passiert, dass ich mir denke, das hätte man doch einfach skippen können. Doch, Freunde, ich kann euch beruhigen, wenn ihr ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden, na, anderthalb Stunden gespielt habt, dann seid ihr endlich in der Open World und könnt überall hinreisen, wo ihr möchtet und dann entfaltet sich dieses Spiel unglaublich. Und dann müssen wir gleich über das Gameplay sprechen, nämlich hier zum Kampf-Gameplay. Das finde ich sehr interessant, ist elementbasiert. Das heißt also, wir haben die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind. Und das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Avatar. Und ich habe mich so ein bisschen wie Aang gefühlt, als er ja, mit der Luft gebändigt hat, so. Das Ganze ist in manchen Momenten Timing-basiert, also es ist eine leichte Herausforderung da. Visuell definitiv sehr, sehr ansprechend, vor allen Dingen auch mit den verschiedenen Elementen. Dennoch aber nicht zu schwer, sodass es nicht allzu frustrierend ist. Ist jetzt also kein Elden Ring, auch wenn es an manchen Passagen so aussieht.
Wer jetzt ein tiefgründiges Kampfsystem erwartet hat, den muss ich enttäuschen. Das werdet ihr hier nicht sehen. Verbesserungsmöglichkeiten für Zauber, für eure Rüstung und Crafting-Möglichkeiten lässt die Loot-Spirale und die Motivation größer werden. Und wer zum Beispiel Division bzw. die Division und andere Loot-Shooter wie zum Beispiel Destiny feiert, der wird hier Elemente finden, die auch unterhaltsam für einen sein werden. In dieser Open World können wir also eine Menge entdecken und looten und das ist auch wichtig. Dennoch muss ich sagen, diese Welt ist wirklich riesig. Und das Parcoursystem, was hier eingebaut wurde, hilft dabei definitiv und ist essentiell wichtig, ein zentraler Bestandteil also. Wir brauchen diese Fähigkeit, sonst würde es ewig dauern, uns von A nach B zu bewegen. Aber es ist wirklich geil, die Welt zu entdecken, wenn wir über mehrere Klippen oder Häuser schweben. Es gibt dem Ganzen eine wirkliche Dynamik, vor allem kombiniert mit dem gut aussehenden und dynamischen Kampf-Gameplay, passt es sehr gut. Da ist es fast schon ironisch, dass die stundenlang Cutscenes genau das Gegenteil zeigen. Das Einzige, wo Parkour nicht so gut funktioniert, sind enge Orte. Das sehen wir vor allen Dingen gleich zu Beginn in New York. Das war schrecklich. Ich habe 20 Minuten gespielt und habe einem Kollegen gleich geschrieben, der es auch schon gespielt hat, so, Digga, was ist das für eine Steuerung? Ich habe auf der PS5 mit dem Controller gespielt, aber das war wirklich zu Beginn schrecklich. Ich kann euch aber die Warnung oder die Endwarnung geben. Dann in der Open World ist es auf jeden Fall definitiv angenehmer. Was die Performance angeht, ist es relativ easy gesagt. Ich habe auf der PS5 gespielt. Ich habe dauerhaft im Raytracing-Modus gespielt. Und mich hat es jetzt nicht gestört, dass die Framerate jetzt nicht so hoch war. Ich habe mich ergötzt an den wunderschönen Open-World-Landschaften, die wir dort gesehen haben. Man muss natürlich sagen, diese Welt, dieses Spiel ist auf diese riesige Open-World getrimmt. Also in manchen Bereichen im Close-Up sehen manche Texturen doch nicht so nice aus, selbst im Raytracing-Modus. Das Spiel glänzt wortwörtlich eher durch die Lichteffekte als durch die Texturen, no pun intended. Und die Gesichtsanimationen sind ein Punkt, wo ich sage, in der Performance, boah, das ist jetzt nicht so lebhaft, ne? Also neben der Geschichte, die ganz okay ist und ganz solide ist, sind die Gesichtsanimationen ein Punkt, der mich wirklich gestört hat. Das hat den Charakteren einfach kein Leben eingebracht. Andere Animationen am Charakter, zum Beispiel die Bewegungen vom Umhang oder von den Haaren, die werden nachvollziehbar dargestellt und es sieht dann nicht so aus wie zum Beispiel bei Valhalla, wo der Arm durch den Umhang glänzt, sondern der Arm bewegt sich unter den Umhang hinweg und das ist so eine Sache, die ich festgestellt habe. Ja. Wenn ihr euch also dann in die ersten 2 Stunden durch das Tutorial geprügelt habt, seid ihr endlich frei und könnt in die Open World Athia gehen. Wir haben hier 4 Welten mit einer Menge zu entdecken. Momentan macht es mir sehr, sehr viel Spaß, die Welt zu entdecken, immer weiter diese Welt zu verstehen. Das ist gerade meine größte Motivation, in die Lore einzutauchen und zu wissen, woher der Bruch kommt. Also diese böse Macht, die dafür sorgt, dass die Welt zerbricht, wortwörtlich, I know, sehr kreativ, wer die 4 Götterfiguren sind und was es eigentlich mit diesem Armreifer auf sich hat. Und ich hoffe, über die Dokumente, die geheimen Orte, die Höhlen, mehr verstehen zu können und ich hoffe, dass diese Motivation noch lange so anhält. Overall muss ich sagen, macht mir dieses Spiel bisher sehr viel Spaß. Für mich sind die größten positiven Faktoren die Open World, die lustigen Konversationen zwischen Frey und dem Armreif und die Geheimnisse, die wir in der Welt finden können. Generell das Geheimnis, was mit dieser Welt passiert ist, generell was mit dem Armreif, was es damit auf sich hat, das sind wirklich die Motivationstreiber, warum ich mich durch diese Welt bewege, aber nicht die Geschichte oder nicht Frey als Charakter selbst. Das ist wirklich eine solide Geschichte, aber die packt mich jetzt nicht wirklich. Würde ich euch jetzt dieses Spiel empfehlen? Ich denke mal, wenn ihr Gameplay feiert, wenn ihr die Open World feiert, wenn ihr so Shooter wie Division und Destiny feiert, dann ist das definitiv ein Game für euch. Checkt gern trotzdem nochmal die Demo ab, die kostenlos ist. Da könnt ihr euch nochmal selber ein Bild machen, aber ihr kauft hier definitiv ein Spiel, was voll auf Gameplay, auf Kampf-Gameplay setzt, auf die große Open World und nicht auf eine bombastische Geschichte. Das kann ich schon mal sagen. Dementsprechend müsst ihr euch dessen bewusst sein und für alle anderen, die sich unsicher sind, dann checkt definitiv die Demo ab, bevor ihr da euch zum Kauf entscheidet. Ja, ich hoffe, diese Review hat euch bisher gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich werde morgen bzw. übermorgen einen kleinen Guide dazu raushauen und dann freue ich mich auf jeden Fall, euch im nächsten Video zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, tschö mit Ö und ciao mit V.